Die meisten Planeten in unserem Sonnensystem drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, aber es gibt eine Ausnahme, die Venus. Dieser rebellische Planet dreht sich im Uhrzeigersinn und die Wissenschaftler versuchen immer noch herauszufinden, warum das so ist. Es gibt noch viele offene Fragen über die Rotation der Planeten und was ihre Rotationsgeschwindigkeit bestimmt. Dreht sich die Sonne auch? Wir werden versuchen, diese Fragen zu beantworten. Die Venus ist der zweitnächste Planet zur Sonne und der heißeste Planet in unserem Sonnensystem. Wusstest du, dass die Venus manchmal als Zwilling der Erde bezeichnet wird? Das kommt daher, dass sie unserem Planeten in Größe und Zusammensetzung sehr ähnlich ist. Aber damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf, denn die Venus ist ein ziemlich verrückter Ort, vor allem was das Wetter betrifft. Auf der Venus ist es immer heiß und bewölkt. Und wenn ich heiß sage, dann meine ich das auch so. Die Temperatur liegt dort bei über 430 Grad Celsius. Und die Wolken? Die bestehen nicht aus Wasser wie auf der Erde, sondern aus Schwefelsäure. Tja, ohne robusten Sonnenschutz solltest du auf der Venus besser nicht verweilen. Die Bilder der Venusoberfläche zeigen giftgelbe Wolken und zerklüftete, trostlose Landschaften. Die Raumsonde, die diese Bilder aufgenommen hat, hat sich fast unmittelbar nach der Übertragung der Bilder abgeschaltet. Armer Kerl! Doch die Oberfläche der Venus besteht nicht aus flachem, dunklem Land, sondern auch aus Bergen, die höher sind als der Mount Everest. Allerdings bestehen diese Berge nicht aus Gestein wie auf der Erde, sondern aus vulkanischem Material mit höherer Dichte. Die Venus ist ein mysteriöser und faszinierender Ort, der viele Geheimnisse birgt. Einige dieser Geheimnisse beschäftigen die Wissenschaftler schon seit Jahren, wie zum Beispiel die Rotation des Planeten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Planeten unseres Sonnensystems dreht sich die Venus im Uhrzeigersinn um sich selbst. Außerdem umkreist sie die Sonne schneller, als diese sich um sich selbst dreht, sodass ein Jahr auf der Venus kürzer als ein Tag ist. Die Venus scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, anders als die anderen Planeten zu sein. Wissenschaftler haben einige Theorien entwickelt, um dieses Phänomen zu erklären. Die gängigste Theorie besagt, dass sich die Venus ursprünglich wie die anderen Planeten gegen den Uhrzeigersinn drehte, dann aber etwas passierte, das ihre Rotation umkehrte. Was könnte das gewesen sein? Ein Objekt von der Größe eines Planeten. Die Astronomen vermuten, dass die Venus von einem riesigen Himmelskörper getroffen wurde, der ihre Rotation umkehrte. Dieses Ereignis lässt sich mit einem kosmischen Billardspiel vergleichen, bei dem das mysteriöse Riesenobjekt, der Spielball und die Venus die Zielkugel ist. Von einer falschen Drehrichtung der Venus zu sprechen, ist jedoch unangebracht, da es im Universum keine richtige oder falsche Rotation gibt. Stattdessen spricht man von einer rückläufigen Rotation. Wenn sich ein Planet in die entgegengesetzte Richtung zu seiner Umlaufbahn um die Sonne dreht. Die Venus zum Beispiel hat eine rückläufige Rotation, was bedeutet, dass die Sonne im Westen auf- und im Osten untergeht. Wenn also in einem Horoskop Merkur rückläufig steht, wissen wir jetzt, was das bedeutet. Aber die Venus ist nicht der einzige Planet in unserem Sonnensystem, der sich seltsam dreht. Es gibt viele verschiedene Arten, wie sich die Planeten drehen können. Die meisten Planeten unseres Sonnensystems haben eine imaginäre Linie, die Achse, um die sie sich drehen. Normalerweise steht diese Achse senkrecht zur Ebene ihrer Umlaufbahn um die Sonne. Der Uranus hat jedoch eine geneigte Achse, das heißt, seine Achse steht fast seitlich zu seiner Umlaufbahn. Dadurch befinden sich die Pole des Uranus fast in derselben Ebene wie seine Umlaufbahn. Diese Neigung hat zur Folge, dass verschiedene Regionen des Planeten während seiner Umlaufbahn unterschiedlich viel Sonnenlicht abbekommen, was zu extremen jahreszeitlichen Schwankungen führt. An einem Pol kann die Sonne ununterbrochen scheinen, während am anderen Pol lange Dunkelheit herrscht. Uranus ist der einzige Planet im Sonnensystem, der sich um seine eigene Achse dreht. Die Forscher vermuten, dass Uranus durch einen massiven Einschlag in der Vergangenheit aus seiner ursprünglichen Rotationsachse geworfen wurde und deshalb um 98 Grad geneigt ist.
Glücklicherweise zieht Jupiter mit seiner starken Gravitation Asteroiden an und schützt so die Erde vor Kollisionen. Es ist wie bei den Gezeitenplaneten. Stell dir vor, du hast ein Rendezvous mit einem Planeten, aber er ist nicht so charmant und geheimnisvoll, wie du erwartet hast. Stattdessen starrt er dich den ganzen Abend mit dem gleichen Gesichtsausdruck an. Gezeitenplaneten sind Planeten, die sich synchron um ihre eigene Achse drehen, während sie ihren Stern umkreisen. Dadurch ist immer eine Seite des Planeten dem Stern zugewandt, während die andere Seite immer im Dunkeln liegt. Diese Gezeitenkonstellation hat merkwürdige Auswirkungen auf das Klima und das Wetter des Planeten. Die Seite, die der Sonne zugewandt ist, kann sehr heiß sein, während es auf der anderen Seite unglaublich kalt ist. Die Atmosphäre des Planeten kann auch sehr turbulent sein, wenn starke Winde von der warmen zur kalten Seite wehen. Diese Gezeitenkonstellation findet man nicht nur auf Planeten, sondern auch auf unserem Mond. Das Interessante ist, dass wir immer nur eine Seite des Mondes sehen, weil er mit der Erde verbunden ist. Ein Beispiel dafür ist Pluto, der mit seinem größten Mond, Charon, in einer seltsamen Rotationsbeziehung steht. Die beiden Himmelskörper sind durch Gezeitenkräfte aneinander gebunden und zeigen sich stets von der gleichen Seite. Ihre Bewegung um einen gemeinsamen Schwerpunkt führt zu einem einzigartigen kosmischen Tanz. Die Besonderheiten unseres Sonnensystems gehen aber noch weiter. Es gibt Planeten, die sich extrem schnell drehen, während die meisten Planeten eher langsam rotieren. Jupiter zum Beispiel dreht sich alle 9 Stunden und 56 Minuten, was bedeutet, dass sein Tag weniger als 10 Stunden dauert. Das ist schnell genug, um den Planeten am Äquator zu verbeulen. Außerdem verursacht diese schnelle Rotation starke Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 640 Kilometern pro Stunde. Und wem das noch nicht kompliziert genug erscheint, es gibt auch Planeten mit chaotischer Rotation. Bei diesen Himmelskörpern ist die Rotation unregelmäßig und unvorhersehbar, was oft durch den Gravitationseinfluss von nahen Monden oder anderen Planeten verursacht wird. Dies gilt vor allem für kleinere Objekte wie Monde. In unserem Sonnensystem weisen einige Monde von Pluto, Saturn und Neptun eine chaotische Rotation auf. Wie die Planeten dreht sich auch die Sonne, allerdings ungleichmäßig. Der Äquator rotiert schneller als die Pole. Seltsam, oder? Dadurch entsteht ein Magnetfeld, das für Phänomene wie Sonnenflecken und Sonneneruptionen verantwortlich ist. Das wirft eine interessante Frage auf. Warum drehen sich die Planeten? Obwohl die Frage trivial erscheinen mag, ist die Antwort vielleicht komplexer als gedacht. Alles begann vor etwa 4,5 Milliarden Jahren, als sich unser Sonnensystem aus einer massiven Ansammlung von Gas und Staub bildete. Als sich die Wolke unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenzog, begann sie sich wie ein Kreisel immer schneller zu drehen. Durch diese Drehbewegung wurde die Wolke scheibenförmig. Das Zentrum der sich zusammenziehenden Wolke verdichtete und erhitzte sich, bis schließlich die Sonne entstand. Gleichzeitig verdichtete sich die Materie in der Scheibe zu Planeten. Durch die Rotation der Scheibe wurden die Planeten bei ihrer Entstehung in eine Drehbewegung versetzt. Mit anderen Worten, die Planeten drehten sich aufgrund ihrer Trägheit, indem sie die Drehbewegung der Gas- und Staubwolke übernahmen, aus der sie entstanden waren. Dieses Phänomen wird durch das Gesetz der Drehimpulserhaltung erklärt, das auch für Schlittschuhläufer gilt, die sich schneller drehen, wenn sie die Arme nach innen ziehen. Und das war's mit der verrückten Welt der Planetenrotation. Von der blitzschnellen Rotation des Jupiters bis zur bizarren Rückwärtsrotation der Venus. Unser Sonne sitzt in einem Raumschiff und fliegst mit etwa 290.000 Kilometern pro Sekunde durch das Weltall. Das ist beinahe Lichtgeschwindigkeit. Mach es dir bequem, denn es wird eine lange Reise. Sie wird etwas mehr als 90 Jahre dauern. Vielleicht schlüpfst du lieber in eine Kryokapsel, um dich nicht zu langweilen. Du fliegst fast ein Jahrhundert lang mit Lichtgeschwindigkeit, um einen geheimnisvollen Exoplaneten, der erst kürzlich entdeckt wurde, zu besuchen. In den vergangenen Jahren wurden viele Planeten gefunden, doch dieser ist bezüglich der Suche nach extraterrestrischem Leben der vielversprechendste. Der Planet sieht wie eine dunkelblaue Kugel aus und trägt einen komplizierten Namen aus Buchstaben und Zahlen.
Er ist etwa so groß wie Neptun und kreist um einen kleinen Stern der Klasse M, also um einen roten Zwerg. Der Planet ist seinem Stern 8-mal näher als die Erde der Sonne. Aber das bedeutet nicht, dass er von glühender Lava bedeckt ist. Die Temperaturen auf diesem Exoplaneten entsprechen in etwa denen auf der Erde, denn der rote Zwerg ist nicht annähernd so heiß wie unsere Sonne. Aber das Spannendste ist, dass die Atmosphäre des Planeten aus Wasserdampf oder Helium oder Wasserstoff besteht. Wir wissen es nicht genau, doch wenn er Wasser in seiner Atmosphäre hat, könnte dort Leben existieren. Wahrscheinlich werden wir keine großen Lebewesen entdecken, aber auch mikroskopische Bakterien wären eine Sensation. Ein weiterer Grund, warum Astronomen ein Auge auf ihn werfen, ist seine Herkunft. Wenn sie herausfinden, woraus seine Atmosphäre besteht, können sie vielleicht verstehen, wie sich solche Objekte im Umfeld roter Zwerge bilden. Das wäre ein weiterer Meilenstein, das Universum zu verstehen. Doch selbst wenn wir auf diesem Planeten Leben entdecken, werden wir es nicht für Untersuchungen herbringen können. Zum Glück gibt es ein anderes großes Objekt nahe der Erde, auf dem Mikroben leben könnten. Es befindet sich sogar in unserem Sonnensystem. 2020 entdeckten Wissenschaftler eine seltsame gasförmige Substanz in der Atmosphäre der Venus. Chemische Überreste von Phosphin. Das ist eine wichtige Entdeckung, denn Phosphin gibt es auf der Erde nur im Umfeld von Mikroorganismen. Erst kürzlich wurde Phosphin im Körper von Pinguinen entdeckt. Sofort wurden Theorien laut, diese Tiere kämen von der Venus, aber das ist natürlich Quatsch. Diese Substanz findet man auch in Sümpfen und im Schlamm. Daher war es eine große Überraschung, Phosphinreste auf einem anderen Planeten zu finden. Es ist seltsam, da Leben auf der Venus höchstwahrscheinlich nicht möglich ist. Die Temperatur und der Druck sind dort einfach zu hoch. Hoch oben in der Atmosphäre ist es allerdings weniger schlimm. Vielleicht leben dort Mikroben. Wissenschaftler wissen aber auch, dass dort häufig Vulkane ausbrechen. Eine Spur von Phosphin könnte eine Folge einer Eruption sein. In diesem Fall würden wir vermutlich doch kein Leben auf der Venus finden. Zumindest wird viel Geld dafür ausgegeben, den Planeten zu untersuchen. Aber gehen wir zurück ins ferne Weltall. Im Verlauf der letzten 20 Jahre haben Astronomen mehr und weniger weit von der Erde entfernt Exoplaneten gefunden. Manche von ihnen kreisen um Zwergsterne, andere um Riesen. Manche sind sogar völlig allein. Sie gehören zu keinem Stern. Sie wandeln einsam und verlassen im kalten Weltraum. Spannend ist, dass bisher kein weiteres planetares System wie das unsere gefunden werden konnte. Alle weiteren entfernten Exoplaneten befinden sich in unterschiedlichen Entfernungen zu ihren Sternen. Auch Größe und Masse entsprechen nicht unseren Planeten. Wir nennen sie Exoplaneten, weil sie sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden. Manche dieser faszinierenden Himmelskörper sind Supererden. Wenn ein Planet eine 2- bis 10-fache Erdmasse hat, doppelt so groß ist und seine Energie von einem Stern bezieht, nennen wir ihn Supererde. Doch das war's dann auch mit den Gemeinsamkeiten. Supererden können aus Gas, Gestein, Wasser, Eis, Säure, Glas oder Diamanten bestehen. Eine Supererde mit idealen Bedingungen für Menschen wurde noch nicht gefunden. Unser Körper ist nun einmal an unsere Erde perfekt angepasst. Wir wissen nicht viel über Supererden. Wegen ihrer großen Masse haben sie jede Menge Energie. Und diese Energie wird freigesetzt. Vulkanausbrüche, Erdbeben und Gewitterstürme sind dort an der Tagesordnung. Übrigens ist ein Tag dort deutlich länger als bei uns. Stellen wir uns vor, du wärst wieder im Raumschiff und reist zu ein paar Supererden. Da hätten wir eine. Sie ist riesig, orange und majestätisch. Du schlüpfst in deinen Raumanzug, steigst in die Raumkapsel und du überlegst es dir noch einmal. Der ganze Planet erinnert an einen glühenden Feuerball. Also wenn es dort Leben gibt, müssen es unverwundbare Wesen sein. Du bist es nicht, also fliegst du lieber schnell wieder los und suchst nach einer anderen Supererde. Ein paar Lichtjahre entfernt entdeckst du einen eher einladenden Kandidaten. Moment, diese Welt ist von ihrem Stern verflixt weit entfernt. Die Temperatur ist so niedrig, dass alle Moleküle erstarren. Die Antarktis ist dagegen eine heiße Wüste. Du setzt deine Reise fort und findest den perfekten Ort. Diese Supererde ist 3-mal schwerer als die Erde und doppelt so groß. Sie besteht aus Gestein, Gasen und möglicherweise Wasser. Du landest mit deiner Transportkapsel, öffnest die Tür und steigst aus. Deine Beine sind bleischwer.
Dein ganzer Körper hat an Gewicht zugelegt. Du fühlst dich, als hättest du einen Rucksack voller Steine dabei. Du kannst nicht mal ein paar Meter weit gehen. Der Grund dafür ist die Schwerkraft. Je größer die Masse einer Supererde ist, desto größer ist auch ihre Gravitation. Deine Muskeln sind einfach zu schwach für diese Last. Außerdem provoziert die hohe Schwerkraft die Bewegung der tektonischen Platten. Erdbeben und Erdrutsche treten hier verdammt häufig auf. Die felsige Oberfläche verändert sich permanent. Um auf einem solchen Planeten zu leben, bräuchten wir ganz neue Technologien, um Häuser zu bauen. Du steigst wieder in deine Kapsel und fliegst davon. Aber nicht weit. Die Gravitation des Planeten hindert dein Raumschiff am Abheben. Es ist, als wäre es festgebunden. Du setzt deinen restlichen Treibstoff ein, um dich von der Schwerkraft loszureißen und die Atmosphäre zu verlassen. Ein weiteres Problem dieser Welten ist, dass sie aufgrund der hohen Gravitation Meteoriten anziehen. Mächtige Objekte fliegen an deinem Raumschiff vorbei. Ein großer Asteroid kann durch eine Supererde leicht von seinem Kurs abgebracht werden. Dann fällt er in einem Meteoritenschauer auf den Planeten. Doch auch die Fallgeschwindigkeit ist höher und der Schaden dementsprechend größer. Das Schlimmste, das einer Supererde passieren kann, ist aber der Stillstand ihres Kerns aufgrund des immensen Drucks. Hunderte Milliarden Tonnen massiven Gesteins quetschen das Herz dieser Welt zusammen. Der Kern muss jedoch in Bewegung bleiben, um seine wichtigste Funktion erfüllen zu können, nämlich ein Magnetfeld aufrechtzuerhalten. Sonnenstürme und kosmische Strahlung sind eine ernste Bedrohung für Leben auf der Oberfläche. Auf der Erde stören diese Stürme schon aufgrund winzigster Löcher im Magnetfeld die Funktion elektronischer Geräte und beeinträchtigen unsere Gesundheit. Was wird erst passieren, wenn dieses Schutzschild verschwindet? Die Energie des nahegelegenen Sterns und die Strahlung aus dem fernen Weltraum würden im Handumdrehen die Supererde zerstören und Leben unmöglich machen. All diese Dinge können einer Supererde mit idealen Bedingungen für Leben widerfahren. Doch solche Planeten sind selten. Die meisten Supererden haben eine schreckliche Oberfläche und Atmosphäre. Es gibt Planeten, auf denen die Luft so heiß ist, dass sogar Metalle verdunsten. Feurige Winde zerlegen jede feste Substanz in Moleküle. Eine solche Supererde ähnelt eher einem Stern als einem Planeten. Es gibt auch eine Supererde, die vollständig von Wasser bedeckt ist. Dort gibt es kein einziges Zipfelchen Land. Unter der Wasseroberfläche brechen fast stündlich Vulkane aus und speien Milliarden Tonnen Magma. Aufgrund des hohen Gewichts ist der Planet geneigt. Wenn er um seine Achse rotiert, schwappt das Wasser von einer Seite zur anderen und erzeugt mächtige Tsunamis mit Wellen größer als der Mount Everest. Und wie wäre es mit einer Supererde, auf der es Diamanten oder Schwefelsäure regnet? Die Oberfläche einer anderen entfernten Welt wird von Stürmen aus Glas heimgesucht. Dort gibt es jede Menge Sand und Hitze. Wenn die heiße Luft die Sandpartikel schmilzt, entsteht Glas. Zwischen all diesen Planeten erscheint unsere Heimat wie ein Paradies. Aber vielleicht empfinden irgendwelche seltsamen Organismen, die am anderen Ende der Galaxie existieren, unsere Erde als eine scheußliche Welt. Wir alle erinnern uns noch an den Apollo-Mondrover, der in den 70er Jahren für Weltraummissionen gebaut wurde. Er transportierte nicht nur Astronauten zu Erkundungen, sondern wurde auch zum Fotografieren und Sammeln von Bodenproben eingesetzt. Das Fahrzeug wurde übrigens von Boeing entworfen. Das Unternehmen baut also nicht nur Flugzeuge. Der Apollo-Mondrover kostete rund 38 Millionen Dollar. Kleingeld, das du heute unter Elon Musks Couch finden würdest. In ferner Zukunft wird die Technik so weit fortgeschritten sein, dass ein Mondauto sich so verhält wie ein normaler SUV, den wir heute von der Straße kennen. Aber das Mondauto wird einen schnittigeren Look haben und könnte von einigen bekannten Autoherstellern gebaut werden. Damals hatte der Mondrover eine T-förmige Drosselklappe, um das Vehikel nach links, rechts, rückwärts und vorwärts zu bewegen. Aber das neue, futuristische Auto wird sprachgesteuert und erfordert nur minimale menschliche Kontrolle. Und wir dürfen das Himmeldach nicht vergessen. Was? Man braucht auf dem Mond kein Himmeldach? Na gut, von mir aus. Die Fahrbedingungen auf dem Mond sind im Vergleich zu denen auf dem Mars oder anderen Planeten nicht so extrem. Wusstest du, dass das erste Landefahrzeug auf dem Mars die Viking 1 war? Es startete am 20. August 1975 und kam am 19. Juni 1976 auf dem Mars an. Jahrzehnte später betrat Curiosity mit seinen 6 Beinen und 6 Rädern den Mars als niedlicher Roboterforscher. Er wurde für das unwegsame Gelände entworfen
und könnte Vorbild für das in ferner Zukunft entworfene Auto sein, mit dem wir Menschen dann in den Sonnenuntergang auf dem Mars fahren. Wenn ein von Menschen entwickeltes Auto auf einem anderen Planeten als der Erde fahren soll, muss es elektrisch angetrieben sein oder etwas anderes haben, das unbegrenzt Energie erzeugen kann. Gasbetriebene Fahrzeuge werden im Vakuum des Weltraums nicht funktionieren und schon gar nicht auf einem anderen Planeten als der Erde. Am einfachsten ist es, die starke Sonneneinstrahlung für den Antrieb zu nutzen. Die Sonnenenergie muss dann nur umgewandelt werden. Der Innenraum sollte an die extremen Bedingungen auf dem Planeten angepasst sein, weil die Atmosphäre sehr dünn und nicht atembar ist. Es muss beheizbar sein, weil auf dem Mars auch Temperaturen unter 0 Grad herrschen. Die Schwerkraft ist eigentlich kein Problem, dafür aber die häufigen Staubstürme. Das Fahrzeug wird Räder an den Beinen haben, damit es sich leichter manövrieren lässt, denn das Gelände ist schwierig zu befahren. Meine Meinung dazu? Ich denke, eine Volllederausstattung mit 6 Sitzen vorne und hinten wäre schon schön. Ein 12-Lautsprecher-Soundsystem mit Sirius Satellite Radio ist auch ein Must-Have. Habe ich schon das Himmeldach? Ja, stimmt. Und die Rücksitze müssen 60-40 umklappbar sein, damit du für deine Wochenendausflüge genug Platz für deine Campingausrüstung hast. Und dann könntest du wahrscheinlich auch an einer Tour auf dem Mars teilnehmen und in einer Art Cabrio-Bus mit Glasdach den Panoramablick genießen. Es gibt viele Orte zu entdecken, wie den höchsten Berg in unserem Sonnensystem und die verschneiten Kohlenstoffspitzen. Auf dem roten Planeten könnte es auch einen Expresszug geben, mit dem du in einer luxuriösen Kabine von einem Ort zum anderen fährst, nachdem der Mars besiedelt wurde, versteht sich. Der Zug wird auch elektrisch oder durch eine andere Energiequelle angetrieben. Theoretisch können auf dem Mars alle Arten von Fahrzeugen fahren, die wir kennen, weil sich die Bedingungen nicht so sehr von denen auf der Erde unterscheiden. Aber steig nicht ohne Helm aus. Wenn wir ein Fahrzeug für Merkur konstruieren, müssen wir das helle Sonnenlicht berücksichtigen. Wir könnten Industrieschutzschirme und Verdunklungsstreifen auf das Glas anbringen, damit die Sonne uns nicht röstet. Aber wenigstens brauchen wir uns keine Sorgen um die Hitze machen, denn Merkur ist nicht der heißeste Planet in unserem Sonnensystem. Also an einem warmen, sonnigen Tag kann es auf Merkur schon mal bis zu 427 Grad Celsius warm werden und nachts auf minus 184 Grad abkühlen. Das Fahrzeug bräuchte also mehrere Schichten und Beschichtungen, um diesen Bedingungen standzuhalten. Spinnenbeine wären wahrscheinlich auch besser, weil Gummiräder sofort schmelzen würden. Und es sollte sich im Boden verkriechen können, um sich vor der Sonne und der Atmosphäre zu schützen. Genau wie eine Krabbe oder diese Spinnen, die Luken in den Boden bauen. Ein Fahrzeug auf Pluto zu fahren, wird eine Challenge, denn er ist der am weitesten von der Sonne entfernte Planet. Also die Ehre, ein Planet zu sein, wurde ihm zwar aberkannt, aber er ist immer noch groß genug, um ihn zu erkunden. Dort kann es aber minus 204 Grad kalt werden, eine Jacke wird da nicht ausreichen. Das Fahrzeug braucht eine super Isolierung, damit es im Inneren schön warm und kuschelig ist. Methaneis umgibt das Land und bedeckt die Berge. Auch die Schwerkraft ist ein Problem, denn sie ist sehr schwach. Du würdest öfter abheben und durch die Luft schweben, als dir lieb ist. Die Fahrzeugentwicklung für Pluto gestaltet sich also schwieriger. Aber die Lösung könnten bewegliche Beine sein, die nicht einfrieren, also ähnlich wie für Merkur. Aber dieses Fahrzeug muss zusätzlich viel Wärme erzeugen. Es muss auch schwer genug sein, damit es nicht abhebt. Das gilt allerdings nicht für Neptun, den windigsten Planeten im Sonnensystem. Es ist unmöglich, in seiner Atmosphäre zu atmen und der atmosphärische Druck würde dich zerquetschen. Die Konstruktion des Fahrzeugs ist eine echte Herausforderung, denn es müssen viele äußere Faktoren berücksichtigt werden. Es muss unter Druck stehen, um der äußeren Atmosphäre entgegenzuwirken. Außerdem braucht es eine spezielle Beschichtung, um den rauen Temperaturen zu trotzen. Und weil es auf Neptun extrem windig ist, braucht es eine Art Anker, um an Ort und Stelle zu bleiben. Vielleicht so etwas wie einen großen Bohrer, der aus dem Bauch des Fahrzeuges schießt und sich in den Boden eingräbt. Das Fahrzeug wird zur Fortbewegung auch Spinnenbeine haben, aber sie werden sich eher wie Kamelbeine bewegen, um den Schwerpunkt zu halten. Venus ist der heißeste Planet im Sonnensystem mit Temperaturen von über 500 Grad Celsius. Und ihr Druck würde dein Fahrzeug wie eine Dose zerquetschen, also braucht es einen angemessenen Innendruck, um das auszugleichen. Dieses Fahrzeug braucht alle Features, um der Hitze zu trotzen. Es braucht eine gute Beschichtung, kein Glas, aber spezielle Farbe, um die Hitze zu reflektieren.
Nichts kann lange den Boden der Venus berühren, daher wären Spinnenbeine nicht sehr hilfreich. Das Vehikel müsste leicht über dem Boden schweben und herumfliegen können. Saturn ist der zweitgrößte Planet in unserem Sonnensystem und hat eine sehr windige obere Atmosphäre und eine sehr starke Schwerkraft. Die Ringe um ihn bestehen aus Eis, die von der Größe eines Kieselsteins bis zur Größe eines Bus reichen. Der Druck auf Saturn ist so stark, dass du in der Sekunde, in der du die Atmosphäre erreichst, zerquetscht wirst. Die Fahrzeugentwicklung ist also eine große Challenge. Du brauchst die beste Technologie, die dem zerquetschenden Druck und den rauen Temperaturen standhalten kann. Das Fahrzeug muss groß sein und aus vielen Schichten bestehen. Und weil es in der oberen Atmosphäre so windig ist, muss es schwer genug sein, um auf dem Boden zu bleiben. In der Wissenschaft weiß man noch nicht viel über die Oberflächenbeschaffenheit des Saturn. Das Fahrzeug muss also darauf vorbereitet sein, sich auf festen Oberflächen, auf flüssigen und allem dazwischen bewegen zu können. Ich glaube, man nennt es Slop. Es braucht mechanische Arme, um sich durch das möglicherweise zerklüftete Gelände zu bewegen und mehrere Beine wie ein Tausendfüßler. Die Arme müssen auch Hindernisse aufheben und aus dem Weg räumen können. Dieser lange Körper kann sich in kleinere Abteilungen zerlegen, um schneller zu flüchten. Vor was, wissen wir noch nicht. Kein Mensch kann einen Fuß nach draußen setzen, selbst wenn er Schutzkleidung trägt. Roboter müssen eingesetzt werden, um zu testen, wie der menschliche Körper diesen Bedingungen standhalten könnte. Auf Jupiter herrschen noch rauere Bedingungen als auf Saturn, wobei der rote Fleck das gefährlichste Gebiet auf dem Planeten ist. Der Fleck ist ein extrem großes Gebiet mit orkanartigen Stürmen, die seit Jahren dort toben. Das Jupiter-Fahrzeug wird ähnlich dem des Saturn, aber noch schwerer. Forschende wissen nicht, was auf Jupiters Oberfläche los ist, außer dass der atmosphärische Druck erdrückend ist. Und wenn das Fahrzeug den roten Fleck durchqueren will, kann es nicht auf der Oberfläche bleiben. Es muss sich eingraben und dazu braucht es einen riesigen Bohrer und kleine selbstgesteuerte Drohnen, die vom Fahrzeug aus eingesetzt werden, um beim Graben und Vermessen zu helfen. Es hat auch Beine, mit denen es kriechen kann und eine riesige Bohrnase, um sich weiter vorzugraben. Auch dieses Vehikel kann sich in kleinere Abteilungen zerlegen, um einfacher durch bestimmtes Terrain zu kommen. Und sie können sich leicht wieder zusammensetzen. Der verrückteste Ort für unser Fahrzeugprojekt ist die Sonne. Wir können das nur ferngesteuert machen, denn ein Mensch an Bord würde nicht mal die Hälfte der Strecke aushalten. Der Start muss vom Merkur, von einer geschützten Anlage aus erfolgen, die vor den rauen Temperaturen geschützt ist. Das Fahrzeug muss aus den besten Rohstoffen hergestellt sein, um der extremen Hitze und den Gasen standzuhalten. Trotzdem wird es in der Nähe der Sonne nicht länger als ein paar Minütchen überleben. Das Vehikel wird wahrscheinlich einem Satelliten ähneln und umherschweben, um Aufnahmen zu machen, die wir dann untersuchen können. Es wird wahrscheinlich Billionen von Dollar kosten, aber das könnte es ja wert sein, oder?